Wir stehen hier mit Joyce, einer Newcomerin im YouTube-Geschäft, würde ich fast sagen. Du bist ja noch nicht so lange dabei. Kannst du fassen, was hier gerade beim Video-Day passiert? Nee, immer noch nicht. Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr dabei und muss sagen, es flasht mich immer noch total. Das ist alles so schnelllebig bei YouTube. Krass. Und man ist ja viel vor der Kamera, ist gar nicht konfrontiert mit den Fans. Und wenn man dann auf einmal hier steht, also es ist ja schon überwältigend eigentlich, oder? Ich meine, man wird schon extrem oft auch auf der Straße erkannt, das darf man nicht unterschätzen. Also vor allem, wenn gerade so die Uhrzeit ist, wo schulfrei ist, dann kommen extrem viele Menschen auf einen zu. Also da fahre ich nicht mehr U-Bahn in Köln. Das ist echt krass. Natürlich um andere Uhrzeiten geht das, aber hier hast du nochmal geballt alles auf einmal. Aber das sage ich auch immer wieder, die Fans sind extrem höflich und ganz süß und lieb und respektvoll. Also ich habe da nie schlechte Erfahrungen gemacht, selbst wenn es so eine Menschenmasse ist. Die wirken auch ganz gut erzogen, stellen sich alle in den Schlangen an. Aber es ist ja trotzdem verrückt, dass es quasi die ältere Generation, die kennt einen ja gar nicht. Es sind ja quasi tatsächlich nur die Teenager. Ist das nicht irgendwie schräg? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob meine Eltern und meine Oma schon mitbekommen haben, dass ich irgendwas auf YouTube mache. Weiß ich gar nicht. Ich habe es nie so richtig gesagt und ich weiß nicht, ob die das mitbekommen. Ja klar, den anderen Generationen muss man immer erstmal erklären, was man da macht, oder man sagt es halt nicht, so wie ich. Aber man merkt es ja allein so beim Fernsehen jetzt, ne, dass die Leute ankommen. Gestern war ich noch bei so einer Vortragsrunde, wo Fernsehleute sich von YouTubern erklären lassen haben, wie das Internet funktioniert. Das war total spannend. Simon Gosion war auch da und war ganz fleißig immer so am Mitschreiben und am Notieren und hat Fragen gestellt, weil die einfach gar nicht wissen, was da los ist. Aber das wusste ich bis vor anderthalb Jahren auch selber nicht. Das ist natürlich jetzt wahnsinnig am Kommen. Vielleicht löst es dann irgendwann das Fernsehen ab, zumindest eben auch Fernsehen on Demand. Aber das, also das ist ja nicht dein einziges Standbein, das YouTuber-Geschäft, sage ich mal, sondern du bist ja auch Schauspielerin, Moderatorin. Würdest du es den Leuten empfehlen, sich nur auf YouTube quasi zu beschränken, als weiß nicht, Geschäftsmodell, Einnahmequelle? Es kommt extrem auf den YouTube-Kanal an. Also für mich ist es total perfekt, die Möglichkeiten zu haben, als Schauspielerin zu arbeiten, Moderatorin, bei YouTube mein Zeug zu machen, worauf ich Bock habe. Weil alles bietet natürlich andere Vor- oder Nachteile. Ne? Also bei YouTube habe ich einfach nicht so die Möglichkeiten, da habe ich kein Geld für ein fettes Studio oder so, aber kann inhaltlich machen, worauf ich Bock habe. Beim Fernsehen sind einfach viel mehr Gelder zur Verfügung, kannst ganz andere Sachen machen, aber bist halt nicht selber der Chef von dem Ganzen. Also es hat alles Vor- und Nachteile. Ich finde es cool, dass ich überall so ein bisschen mitmischen kann. Ich kann aber auch die YouTuber verstehen, die sagen, nee, ich habe keinen Bock auf Fernsehen, weil das zu deren Image oder zu deren Persönlichkeit nicht passt. Also. Aber ich meine, würdest du trotzdem sagen, okay, liebe Leute, macht YouTube, aber vielleicht macht ihr trotzdem eine Ausbildung oder macht trotzdem ein Studium, meine ich? Ja, voll. Also ich sage immer wieder, bei YouTube einen Kanal zu machen, da darf nicht die Motivation sein, damit Karriere zu machen oder Geld zu verdienen. Die erste Motivation muss sein, ich habe da Bock drauf. Und das war bei mir auch so, dass ich davon jetzt leben kann. Das ist natürlich voll geil, aber das war nicht die Motivation, warum ich damit angefangen habe. Du kannst es einfach nicht kontrollieren. Es gibt so viele YouTube-Kanäle. Jetzt sagst du mal, du machst jetzt das, was dir eben auch Spaß macht in deinem Kanal oder was dich interessiert inhaltlich. Was machst du denn genau? Also ich bin ja ein bisschen informiert, aber erzähl doch mal. Ja, ich mache hauptsächlich Comedy-Videos oder worauf ich gerade Bock habe. Also ich lasse mich da auch nicht einschränken und die Zuschauer mögen das auch, wenn ich mal Sachen ausprobiere. Ich mache viel Street-Comedy, viel Sketche, sowas, Telefonstreiche bei anderen YouTubern oder bei Fremden. Also, ja. Also kannst du den Leuten empfehlen, wenn sie mal lachen wollen, auf jeden Fall reinzuschalten. Ja, definitiv. Und so viele Frauen gibt es ja nicht auf YouTube, die sowas machen.